Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast der Piraten Rhein-Sieg. Wir wollen euch ein wenig vorstellen, was unser Programm so beinhaltet und was wir für den Rhein-Sieg-Kreis bewegen wollen, damit ihr ein paar Informationen für die anstehende Kommunalwahl habt und entscheiden könnt, wen ihr dann wählen wollt. Dazu laden wir immer wieder ein paar Gäste ein und heute ist die Anja Mörsch dabei, unsere Spitzenkandidatin für den Kreistag. Hallo Anja. Hallo Martin, ich grüße dich. Anja, du hast dich ja als Spitzenkandidatin aufstellen lassen. Da sollten die Leute dich ja ein wenig kennenlernen. Erzähl mal zwei, drei Worte zu dir. Zwei, drei Worte zu mir? Ich könnte ganze Romane füllen, aber gut, machen wir es einfach kurz. Ich bin die Anja Mörsch, bin in Siegburg geboren, dort auch zur Schule gegangen, habe da meine Ausbildung gemacht, habe in Köln Kunstgeschichte, Niederländisch und Englisch studiert, bin Kunsthistorikerin von Beruf, bin 44 Jahre alt, ledig und wohne in Troisdorf seit ca. 1994, ja. Ich bin seit 2010 in der Piratenpartei aktiv, bin da eingetreten, das ist jetzt genau 4 Jahre her, am 15.04.2010. Bin seitdem auf Kreis-, Landes- und Bundesebene tätig und habe damals den AK-Tierschutz NRW ins Leben gerufen. Der heißt jetzt AK Kulm, ein ganz komischer Name, nennt sich aber so, wie auch der Ausschuss im Landtag heißt. Und wir arbeiten da sehr stark mit der Fraktion zusammen. Deswegen ist auch Klima, Natur, Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz und Tierschutz mein Thema, mein Hauptthema, worauf ich mich stürze. Ja. Vielen Dank. Du bist ja auch Fachsprecherin für Umwelt- und Naturschutz im Rhein-Sieg-Kreis. Richtig. Und wir haben ja auch einige Themen jetzt, die du mit initiiert hast, in unser Wahlprogramm aufgenommen. Und da wollen wir heute mal über das Thema Katzenschutzverordnung sprechen. Da können sich wahrscheinlich die meisten nicht so richtig was drunter vorstellen. Und erst recht nicht, warum das für den Rhein-Sieg-Kreis jetzt in irgendeiner Art und Weise relevant ist. Deswegen erklär uns mal, was ist das? Und warum ist das jetzt gerade für den Rhein-Sieg-Kreis ein Thema, was wir angehen sollten? Das sollten wir auf jeden Fall angehen. Katzenschutzverordnung beinhaltet nicht nur die Kastrationspflicht von Katzen ab 5 Monaten, sondern auch die Registrierungspflicht. Das heißt, dass die dann geschippt und gekennzeichnet sind. Warum das besonders für den Rhein-Sieg-Kreis wichtig ist, es ist leider nicht vom Bund oder auch vom Land, das wäre toll, wenn das so wäre, dass es da eine Verordnung gäbe oder ein Gesetz erlassen würde, dass das von auf Bundes- oder Landesebene regeln würde. Deswegen muss jede einzelne Kommune das regeln und die tolle Stadt Bonn hat das als Vorreiter jetzt schon in 2012 sogar schon eingeführt, dass die Katzen, die freilaufen und einem Halter gehören, über 5 Monate alt sind, kastriert und geschippt werden, um eine Überpopulation der Katzen zu verhindern. Im Moment ist es so, dass bundesweit, sagt man, 130.000 Katzen, mehr als 130.000 Katzen, sicherlich mehr, in Tierheimen landen und diese dort verweilen, meistens ihr Leben lang da fristen. Ein anderes Problem sind die freilebenden Tiere, die nicht genug zu essen haben, meistens von Parasiten befallen sind, sehr viele Krankheiten haben und eigentlich ein elendes Leben bis zum Tod. Das wäre nicht so, wenn die Halter ihre Katzen kastrieren lassen würden, wie gesagt, und auch freilebende Katzen kastriert würden, was dann natürlich der Stadt oder der Gemeinde obliegen würde. Wie viel Nachkommen kriegt denn so ein Katzenpärchen, wenn man das jetzt nicht kastrieren lassen würde? Also wenn man das hochrechnet, ist das auch im Internet. Wer Lust hat, kann mal einfach Katzenpyramide in Google eingeben. Und da ist es sehr anschaulich dargestellt worden. Und zwar geht man davon aus, dass ein Paar oder eine Kätzin kann bis zu 3 bis 5 Mal im Jahr oder 2 bis 3 Mal im Jahr so rum werfen und einen Wurf von 2 bis 6 Kätzchen hervorbringen, wovon meist in freilebender Natur so 3 überleben höchstens. Bei einem Paar, bei einem Katzenpaar kommt man in 10 Jahren auf stattliche 80 Millionen Kätzchen, die ein Jahr dann mit Nachkommen, Nachkommen, wieder Nachkommen hervorbringt. Das ist schon sehr anschaulich dann, wie welche Ausmaße das annehmen kann. No?
80 Millionen in 10 Jahren, das hört sich schon echt eine Menge an. Viel mehr Einwohner haben wir in Deutschland ja auch gar nicht. Stimmt. Du schlägst ja das Paderborner Modell bei der Katzenschutzverordnung vor. Gibt es denn da noch mehrere Modelle? Und wenn ja, was macht das Paderborner Modell jetzt so gut oder so außergewöhnlich, warum wir gerade das umsetzen sollten? Das Paderborner Modell ist eigentlich nur Paderborner Modell genannt, weil die Stadt Paderborn das als erste Stadt in Nordrhein-Westfalen eingeführt hat. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Wie gesagt, die Kastrationspflicht und die Registrierungspflicht der Katzen, die älter als 5 Monate sind. Weil ab 5 Monate halt geschlechtsreif. Und dann können die wieder Nachkommen hervorbringen. Paderborn war die erste Stadt, die das initiiert hat und eingeführt hat und die mittlerweile nach all den Jahren, die das jetzt schon eingeführt ist, da sieht man halt nach etlichen Jahren erst dann Erfolge, wenn die alle kastriert und geschippt sind, dass die Population wieder zurückgeht, die Überpopulation, dass es weniger wird. Gibt es denn dazu irgendwelche Alternativen? Also ich stelle mir jetzt vor, dass man da irgendwie eine Jagdfreigabe macht, oder gibt es noch andere Möglichkeiten, so eine Überpopulation zu verhindern? Jagdfreigabe ist ein gutes Stichwort. Das würde uns jetzt aber zu einem ganz anderen Thema führen, was ja auch ein schwieriges Thema ist, weil circa, puh, lass mich nicht lügen, circa 1/2 Million Katzen, die unter anderem auch Halter gehören, von Jägern im Jahr abgeschossen werden. Aus Absicht oder Zufall, das lasse ich mal dahingestellt sein. Das ist noch eine ganz andere Sache. Die sind ja quasi zur Jagd freigegeben. Da gibt es kein Gesetz, das das verhindert. Okay, also wenn ich das Und du richtig. kannst ja nicht in der Stadt rumschießen, ne? Das wäre ganz schlecht, von wegen durch Jagd das Ganze zu minimieren. Okay, also gibt es eigentlich keine wirkliche Alternative als die Nein. frühzeitige Kastration. Genau so sieht's aus, richtig. Und deswegen ist das Ganze so wichtig. Okay, und da wäre dann natürlich die Frage, es gibt ja auch Katzenliebhaber, die ihre Katzen züchten und entsprechend dann auch spezielle Katzenrassen haben und so weiter. Was passiert denn bei denen? Ich meine, da wird sicherlich auch im Rhein-Sieg-Kreis den einen oder anderen Züchter geben. Der hat natürlich dann Pech gehabt, wenn alle seine Katzen kastriert werden müssen. Das ist richtig. Da gibt es in anderen Städten, wo diese Katzenschutzverordnung schon eingeführt wurde, auch Ausnahmeregelungen. Dann müssen aber diese Züchter aus privater oder gewerblicher Zucht einen schriftlichen Antrag stellen und dann dokumentieren und nachhaltige Verantwortung und Versorgung der Nachzucht glaubhaft darlegen, damit sie diese Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen können. Okay, also Zucht ist damit jetzt nicht ausgeschlossen, wenn wir das einführen würden. Wie meinst du, Zucht ist nicht ausgeschlossen, wenn wir das Naja, einführen würden? wenn die Katzen alle kastriert werden müssten, könnte man ja nicht mehr züchten, und dafür wird es dann Ausnahmegenehmigungen geben. Natürlich, ja klar, logisch, das ist klar. Sonst haben wir keine süßen Kätzchen mehr, andererseits, ne? Oder nicht so viele. Und was machen wir mit den Katzen, die jetzt schon keinen Halter haben, oder wo der Halter sich nur so sporadisch drum kümmert, oder wo dann immer nur ein Schälchen Milch auf der Terrasse steht? Ja, Was ja, ist ja. mit denen? Das gibt's auch. Katzenhalter sind die in diesem Sinne auch, denn es ist ein Obhutsverhältnis und somit sind auch Katzenfans, sagen wir mal, die nur ab und zu frei lebende Katzen irgendwie ab und zu ein Gläschen, ein Schälchen Milch, was übrigens gar nicht gut ist für die Katzen, weil nicht laktosefrei, das ist wieder ein anderes Thema, zur Verfügung stellen oder Futter, sind in diesem Sinne auch Katzenhalter per Gesetz. Ja. So sieht's aus. Für frei lebende Katzen, die überhaupt nicht an den Menschen gebunden oder sozialisiert sind, müsste dann die Stadt aufkommen. Die sollen auch in ihren frei lebenden Populationen weiter leben, weil es wäre ganz falsch, diese irgendwie dann in irgendwelche Tierheime zu stecken oder gar an Menschen zu binden, was sie nicht gewohnt sind. Es gibt ja auch sehr viele Katzenschutzvereine, auch hier im Rhein-Sieg-Kreis, die sich um diese frei lebenden Katzen, sei es im Steinbruch in Much, wo damals der Mann gestorben ist, der sich da eine Überpopulation quasi angenommen hatte. Da kümmert sich jetzt auch eine Katzenschutzvereinigung aus Neunkirchen-Seelscheid drum. Die sollen auch weiterhin in ihren freien Räumen leben, auf jeden Fall. Denn die Zwangs zu sozialisieren an den Menschen wäre genau das Falsche.
Und was ist mit den Leuten, die entweder das Geld dafür nicht haben oder der Meinung sind, es nicht haben zu wollen? Kann man die dann zwingen? Oder man kann ja so eine Katze jetzt nicht fragen, wer ist dein Herrchen? Wie wird das dann mit der Finanzierung, mit der Finanzierungshilfe ablaufen? Soll es da von der Gemeinde, vom Kreis dann irgendwie Unterstützung geben? Ich finde, da sollte es eigentlich auch von Gemeinde und Kreis Unterstützung geben. Im Moment ist das Problem in Deutschland, dass zwar viele Tierärzte bereit wären, dass wenn es viele Katzen sind oder dass sie da mit dem Preis runtergehen dürfen, dürfen sie vom Gesetz her aber nicht. Die müssen einen bestimmten Satz nehmen, sonst verstoßen sie gegen das Gesetz und da müsste man dann ansetzen. Oder entweder, dass Tierschutzvereine gestellte Menschen, was heißt mindergestellte Menschen, das ist der falsche Ausdruck, sorry, etwas Menschen, die weniger Geld haben, unterstützen oder dass das von der Gemeinde als Zuschuss, genauso wie zum Beispiel die Hundesteuer, nicht verlangt wird von den Menschen, die Hartz IV bekommen, dass man da auch eine Regelung findet, ja. Okay, also keiner ist davon ausgeschlossen oder muss sich genötigt fühlen, dann sein Kätzchen nicht zu kastrieren. Ich denke, auch da wird sich eine Lösung finden lassen, auf jeden Fall. Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel günstiger, wenn die Stadt dies unterstützt, als wenn sie die ganzen Katzen, die jetzt vor allen Dingen im Mai wieder, es gibt die sogenannten Maikätzchen, weil die Katzen sich natürlich auch vornehmlich im Frühjahr vermehren und die Tierheime sowas von überfüllt sind jetzt schon, die müssen ja auch von der Gemeinde unterstützt werden und die ganzen Haltungskosten von einer Katze, die da jahrelang im Tierheim lebt, fallen dann auch weg. Das muss man ja auch so vom finanziellen Aspekt her sehen, dass im Endeffekt, selbst wenn die Stadt oder Gemeinde etwas bezuschusst an Menschen, die Hartz IV bekommen oder anderweitig kein Geld haben, dass sich im Endeffekt rechnet durch weniger Kosten im Tierheim selber, was ja auch von den Gemeinden bezahlt wird im Kreis. Okay, du hattest schon angedeutet, dass Bonn das schon etwas länger so handhabt und auch Paderborn der Vorreiter in dieser Geschichte war. Gibt es denn in NRW oder in der näheren Umgebung noch weitere Beispiele, wo man sich ein wenig dran orientieren kann, ein Beispiel nehmen kann? Also es gibt ganze 244 Städte, die das in NRW eingeführt haben. In Niedersachsen sind es 138. Ich finde, das ist schon, es werden auch immer mehr. Das ist also der Stand von Januar 2040, 14, den ich als Statistik habe. Jetzt nicht von April, aber relativ aktuell. Und es gibt auch viele Städte hier im Umkreis Richtung Aachen oder in der Eifel, die das haben. Jetzt frag mich nicht, wie die alle im Einzelnen heißen. Die 244 habe ich nicht auswendig gelernt. Gut, das ist ja schon eine relativ hohe Zahl. Die einzelnen Städte fragen wir dich dann im nächsten Podcast ab. Ja, bitte Bis unbedingt. dahin kannst du das dann auswendig lernen. Danke. Aber ich denke, du hast relativ beispielhaft und hautnah gezeigt, warum wir genau dieses Thema im Rhein-Sieg-Kreis auch unterstützen sollten und vorantreiben sollten, auch wenn am Anfang nicht jeder, der das Wahlprogramm liest, sofort versteht, was soll ich mit einer Katzenschutzverordnung? Ja, gerne. Vielen Dank. Ich danke dir fürs Gespräch. Sehr schön. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das Ganze teilen würdet oder auch beim nächsten Podcast dabei wärt. Tschüss! Tschüss.